Okay, Aufnahme sofort starten und ready sein. Der fragt nicht nochmal, ich hab's gerade schon erlebt. Ja. Also ich hab, die Darts sind drin und ich schieße jetzt mit Betäubungsfeilen. Ich hab dann auch 35 oder so. Ich hab 50. Du hast die AP auch von Barbara im Auge, ne? Ja, ja. Oh, der ist bald tot, ey. Oder? Nee. Oh, jetzt hat er Akku verloren. Nee, der läuft schon weg. Der läuft, nein! Bitte nicht im Wasser ausnocken. Ja, ja, ich kite ihn vom Wasser weg. Baller weiter. Warte, ich muss zwischen ihn und das und dem Wasser. Verpiss dich! Verpiss dich! Leg dich hin, du fettes Stück Scheiße! Mann! Nicht zum Wasser, ich bin böse! Buh, buh! Ja! Ist er? Oh, ja. Nice. Holy shit! So, den Raptor haben wir verloren. Ja. Herzlich willkommen zurück. Ich war leider noch nicht in der Lage, euch Hallo zu sagen. Oh, holy fucking fracking Cap. Mhm. Ich leg mal ein bisschen Filet rein. Ne? Fracking Cap, ja, ich auch. Ich habe nur keine Narkotöpfchen dabei. Fällt mir gerade so auf. Und du hast wahrscheinlich alle verbastelt, ne? Mhm, ich hab auch keine. Aber das geht relativ langsam runter. Das sollte eigentlich klappen. Ich auch. Okay, meine Rüstung ist auch halb im Arsch. Da, wo der Raptor verreckt ist, könnten auch noch Narkotöpfchen sein, oder? Oh, jo, im Raptor könnten es auch welche sein, ja. Guck mal, ich schau hier. Ah, das ist so duster hier. Mir gefällt das überhaupt nicht. Wo ist denn hier der Raptor? Irgendwo am Strand ist er gestorben. Ja. Ja. Aber siehst du, die Darts sind nicht so ganz effektiv, wie man so meinen möchte, ne? Kosten Alter, auch beim, Geld, aber... Aber ich meine, beim Raptor war es halt insane. Ja, ein Schuss in den Kopf war down. Das war halt geil, so dafür sind die halt genial. Weil da ist der zweite halt echt schwer durchzubringen. Jupp. Es ist jetzt so dunkel, dass ich nicht weiß, ob ich die scheiß Tasche sehen würde, ey. Ja, du bist ja da am Aufnehmen, dann mach du mal das. Ja, geh du mal nach der Raptor-Tasche gucken. Okay. Dafür zu dumm scheinbar. So, wann hat er Hunger? 18 Punkten hat er Hunger, okay. Dann müssen wir mal gucken, wie viel das bringt. Ja, und zwar für 2 halt ich kurz zur Base hoch. Aber das war jetzt schön, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier den kleinen Ausflug zu machen. Ja. Das ist irgendein Vieh. Wir wollten Raptoren, Sam, haben einen Raptoren gekriegt. Auf einmal kommt der T-Rex, ja moin. Jo, und der Raptor denkt sich einfach, Suizid ist auch eine Lösung. Ja, vor allem, der ist halt so dusselig gewesen. Ich habe halt dieses Pfeifen zu spät bemerkt. 25% beim ersten Biss. Ja, geil. Ja, da brauchen wir keine Töpfchen. Nö, der wird Level 60. Jo. Aber es ist halt immer noch nichts gegen die Lust, die wir schon kennen. Von den anderen, ne? Ja, das stimmt natürlich. Die haben halt echt große Viecher. So, da vorne ist noch dieser Terzi, der so OP ist. Bitte jetzt. Wieso, hast du in den überhaupt was reingelegt? Weil ich habe keiner in den reingelegt. Ich habe auch keinen reingelegt. Ja gut, dann hat sich das erledigt. Ich dachte, da wären deine Töpfchen reingelegt. Hat der tatsächlich kein Inventar. Oh, der müsste doch Fleisch gehabt haben. Naja. Oh, wer ist denn hier gestorben? Johnny. Das ist ja witzig. Okay, so, hier haben wir den nächsten T-Rex. Ja, gut. Oh. Können wir den Strand abgucken, nicht, dass hier irgendwas ist, was ihr noch ficken könnte. Hier eine Hyäne. Hyäne? Ja, aber die sind weit weg. Okay, ich gehe trotzdem zum T-Rex sofort. Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. Weiblicher T-Rex, ist unser anderer männlich? Ja. Geil. Ich glaube schon. Also das Kackvieh will aber auch nicht sterben, ne? Die rennen halt schon gut weg. Ich könnte meinen, das wäre eine Überlebensstrategie von ihnen. So, zack, auf die Schnauze. Okay. Ich geh nochmal den Strand in die andere Richtung, oder? Guck, hast du einen Blick auf den T-Rex? Warte, ich bin gleich da. Ja, ich. Ja. Auch. So.
Was ist das da vorne? Was habe ich denn jetzt gegessen? Stimmbeere. Okay, ein Triceratops. Oh, ich gehe da vorne mal kurz einmal durch. Mhm. Ich fand auch einen Kommentar fand ich sehr schön, bei dir, glaube ich, an einer Folge war das mal. Ja. Hat jemand geschrieben, also ich muss sagen, ne, ihr seid ja echte Dussels, aber mit dem Kalten habt das drauf. Ja. Wir haben generell Dinge, die wir besser und schlechter können. Ja. Zum Beispiel in Situationen sachlich und entspannt Kritik zu äußern, das ist eine klare Stärke von mir. Von mir auch. Gerade eben, als Alex sich auf seinen Bären war, habe ich kurz überlegt, ob ich ihn wirklich einfach, ob ich rüberfahre und ihn in Real Life umbringe. So. Wenn Barbara da gestorben wäre, Alter, ich wäre halt komplett ausgeflippt. Nein, also ich habe sie halt wirklich absichtlich tanken lassen. Weil ich habe mich einmal kurz draufgesetzt und habe da tatsächlich Rüstungsteil verloren. Ich dachte halt, okay, ich bleib drauf und kalk das Ding. Auf einmal habe ich gesehen, dass du nicht drauf saßt und ich nehme so, Alex. Oh, wir haben gar nicht mehr so viel Prime. Das vergammelt halt zu schnell, ne? Ja. Hast du. Oh, ich habe noch Frisches. Ah, guck mal. Ich glaube, wir sind hier sogar an der Öl-Dings hier dran. Oh, das wäre natürlich super. Dann müsstest du aber kurz hier mal auf den Bären und den T-Rex aufpassen, dann gucke ich hier schnell mal unter Wasser. Ja, kann ich machen. Ich komme mal rüber. Da hinten. Hoffentlich kommen da keine Piranhas. Aber ich muss sagen, ist halt echt. Was bist du? Oh, ich habe hier noch einen Raptor, glaube ich. Okay. Oder? Nee, ich glaube, das ist ein Terzi. Ich muss echt mit dem Fernglas rein. Ja, Terzi. Ich kill den mal schnell. Level? 20, glaube ich. Oh shit, der betäubt mich echt. Ey. Ja. What the fuck? Der war Level 10. Ja. Und der hat schon richtig reingeböllert, Alter. Wie gesagt, ne? Also jetzt stell dir mal vor, wenn wir die zähmen dürften. Aber eine Armee aus denen und... Die können halt alles. Die machen Holz, die machen Stroh, die machen Fasern, die machen Tod. Auch viel. Okay, oh, ja, Mann. Ich bin da. Ich brauche nochmal frisches Prime Meat. Da ist nix. Oh doch, da hinten habe ich Öl gefunden. Bin gleich wieder da. Nehmen wir schnell die Kamera mit. Rar. So, für was brauchtest du Öl? Für die Granaten. Ah ja. Wie viel Öl hast du denn? Weiß ich noch nicht. Achso, ich dachte, du hast es schon. Nee, nee. Ja, gleich haben wir den T-Rex. Sieht gut aus. Aber naja, alles fürs Öl. Ja, Öl ist halt wirklich geil. Also wenn wir ein paar Granaten machen... Oh Gott, hoffentlich kommt jetzt nichts Böses. Soll ich mal in der Nähe von dir bleiben? Doch. Wo bist du? Fucking Piranhas. Wo bist du denn? Jede Menge Piranhas. Oh Gott. Okay, du musst mir echt sagen, wo du bist. Mitten im Wasser. Okay, hier sind aber... bisschen weiter westlich. Hier sind aber Kartillen. Ich kann da auch nicht vom T-Rex weg. Okay, ich habe sie alle getötet, aber ich bin halbtot. Ist das wieder so ein Halbtot, wie du immer sagst, halbtot? Nein, nein, oder? nein. Ich bin wirklich halbe Health. Ja, der ist er. Und ich habe meine ganze Rüstung verloren. Ja, aber unser T-Rex steht, ne? Ja, gut. So, verhalten. Wie pfeife ich nochmal? Hier gedrückt halten? Nee. Wie pfeife ich nochmal? F gedrückt halten? Nee. Wie pfeife ich nochmal? Was? Wie pfeife ich nochmal? T. T gedrückt halten. Ja. So, greifen mein Ziel an. Das ja nicht. Ja doch, gerade schon, oder? Öl. Okay, nice. Aber ich glaube, ich könnte eventuell, vielleicht ertrinke ich auch. Okay. Also ich chill mal Barbara. Oh Gott. Nein, diese verfickte Scheiße Tricks Paviane Piranhas. Ich komme. Ich bin tot. Okay. Soll ich da jetzt rein? Was? Nee, das nicht.
Warum nicht? Wo sind wir denn da? Oh, oh, okay, okay. Verschissene, dreckige Pick-Piranhas, ey. Das ist der dümmste Dino, der hier auf in Scheißark, den es da gibt, ey. Okay, wie kann ich den sagen, dass er passiv sein soll? Passiv. Fall für passiv. Na? Passiv ist doch das, was er sein muss, ne? Ja, ich komme jetzt mit dem anderen hohen Bären. Ja, ich würde halt ganz gern das Öl, was du gedroppt hast, holen. Ja, das bleibt doch 2 Stunden liegen. Das hole ich mir jetzt eh alles, weil ich brauche meine ganze Ausrüstung auch wieder. Na gut, das stimmt. Motherfucker? Ist das dein Ernst? Ich hab gesagt, du sollst mir nicht folgen. Wo sind wir denn da lang gerannt? Weiß ich, ich schwimme da gerade genüsslich im Wasser, drehe mich um, habe ich so einen T-Rex-Maul in der Fresse. Dreh mir so, warte mal. Ja, moin. Fuck. Okay. Bisschen Schiss, dass uns hier irgendwer spottet in der Zeit. Du musst einfach nur aufpassen, dass da nichts kommt. Ja, das ist mein Plan. Aber warte mal, da ging es nicht lang. Das hier auch nicht. Hier geht's, glaube ich, dahin, wo ich hin will. Okay. Mann. Also Piranhas ist halt lächerlich. Die haben so einen riesen Agro-Radius und machen so viel Schaden. Ja. Das ist halt einfach witzlos. Ich glaube, du kannst halt einfach den T-Rex mit unter Wasser nehmen. Nee, halt nicht. Doch, der kann ja ein bisschen schwimmen. Ja, aber nicht gut. Ich hab mein Ding schon wieder. Ich bin's da. Nice. Cool. Dann, wir können auch noch mal ein bisschen Öl holen, ne? Oh, wie du magst, ne? Kann jetzt gerade nicht so, als würde das super Spaß machen. Spaß? Ja, ist immer relativ. Ja, hoffentlich kommt jetzt nicht noch einer. Aber ohne Rüstung bist du halt echt drin. Ja, ich kann ja einfach mitkommen, dann können wir ja zusammen fighten. Das ist doch sinnvoll. Ja. Dann. Also, ich hab jetzt mein Zeug wieder. Okay, ja, ich komm mit. So, du darfst mir jetzt aber nicht folgen, ne? Okay. Ready? Warte, nee. Okay. Auf geht's. Ja, ich hab halt keine Rüstung, ne? Lass mal vor, woran erkenne ich Öl? Das Blaue da? Was? Das Blaue? Nee, nee. Hier? Das, was so hochschmiert über den Bildschirm quasi. So Schlieren hinter sich her oder an die Wasseroberfläche zieht. Siehst du das? Ja. Ja, da mit der Spitzhacke ran und dann kriegst du Öl. Ich geh ran. Kannst du gucken, dass mich nichts angreift? Ja, ich kenne mich halt unter Wasser nicht so aus, ne? Aber ich probier's. Ja, alles, was auf mich zuläuft. Hm. Da ist ja nix. Ja, hab alles. Nice. Okay. Jo. Ja, dann lass uns jetzt mal nach Hause gehen und mal resetten quasi. Ja. Oh, guck mal, da ist so ein gelber Strahl. Alter, wo seid ihr? Ist jetzt die Frage, ob das vielleicht an uns ist? Nein. Nicht, dass die bei uns auf der Base sind, ne? Nee, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, sonst hätten die irgendwas gekillt. Danke, ist es. Okay, nimmst du die beiden Dinos mit? Ja. Wo waren wir denn? Da müssen wir hier hochlaufen. Oh, ist ein einfacherer Weg. Ja, wir nehmen jetzt einfach alles an Dinos mit, was wir finden, damit wir die anderen leveln können. Die anderen beiden. Komm, Motherfucker! Das ist so schön, ne? Bester T-Rex-Name einfach. Surprise, Motherfucker. Boah, ich hab so Hunger, ne? Ja, ich auch. Das ist brutal. Also im Real Life halt, ne? Ja, ja. Jo, ich 23 Filetstücke, Alter. Ey, warte mal. Was ist los? Der Bär fehlt, Kevin fehlt.
Och, Kevin. Da steht halt hier wieder an der Ecke dran oder was. Mann, wie gesagt, nein. Kevin ist nicht der Klügste, ne? Der Name kommt nicht von ungefähr. Jetzt ist Motherfucker da oben alleine oder was? Alter. Ja, jetzt back nicht du auch noch in mich rein. Ja, warte mal, du hast dich hier in eine Wand gebackt. Kämpft, glaube ich, ein Bär. Ne, es ist so ein großes Hyänenteil. Ja. Dann lass klatschen hier, komm. So. Okay. Wieso komme ich hier nicht vorwärts? Ja, ich bin gerade noch am gucken, weil ich habe ja eigentlich hier die Leute, die mir folgen. Ja. Und habe ja eigentlich auch eingestellt, dass die quasi mein Ziel angreifen. Ja. Ach so, das ist das. Ah, das ist der Pfiff-Command, okay. Ja, wisst ihr, Kinder, wenn ihr dauernd an mir dran steht, dann kann ich mich nicht mehr bewegen. Nice, ich habe noch mal ein paar Insekten bekommen. Mach mal bitte keine, wenn ich nicht in der Nähe bin. So. Oh, scheinbar haben sich gerade alle ineinander verbuggt. Oder der Server hat angehalten. Nee, der Server hat nicht angehalten. Okay. Ich komme hier nicht mehr weg. Okay, ich guck mal, wie ich dich da befreien kann. Ich hab schon. So. Okay. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Direkt. Ich dachte mir, ich rette jetzt nur so, dass ich mal gucken, was so ein großes Hyänenviech macht. Sieht halt, okay. Also ich meine, Bären sind cool, aber ein T-Rex sieht halt schon deutlich geil aus, krasser, ne? Aus, ne? Sind wir hier richtig? Müsste eigentlich, dann müssten wir rechts hoch, glaube ich. Glaube auch. Ich geh mal gucken, gerade. Ja, ja. Habe ich noch beide? Jawohl. So. Wo sind wir jetzt eigentlich gerade? Alter, ich habe alles aus dem Gesicht verloren. Ey, sind wir bei Freitagsfolge oder Donnerstagsfolge? Freitagsfolge. Kommst du hinterher? Ja, tatsächlich. Ja. Oh, der ist Smiley. Oh oh. Er hat sich ganz shit gebaitet. Wahrscheinlich. Da vorne noch ein Adler. Hier sind noch Biber. Okay, ich pull mal die Biber, ne? Wie lange haben wir denn noch? Ja, wir haben noch ein bisschen. Ja. Die haben wohl den Para-Alarm. Lol, der kann einen Parasaurus aufstellen und dann schreit der, wenn er Feinde sieht. Fightest du auch gerade? Ja, ich hab hier drüben ein bisschen rumgeboxt. So, aber wollen wir die jetzt in die Firma bringen? Ne? Du weißt, was ich meine. Ja, gleich sofort. Der Adler fuckt mich gerade noch ab. Ja. Ich hab keine Ausdauer mehr auf dem Bären, deswegen. Dauert halt immer was länger. Ja, können wir gerne machen. Ich habe nur das Gefühl, dass unsere Firma ein bisschen expandieren muss. Ja. Nein. Nein! Alter. Die KI ist halt so schweinedumm. Ich baue mal den Stein hier ab. Das ist halt nicht zu fassen. Ja, wir haben verbessert, dass die Dinos ihr Weg besser... Am Arsch habt ihr... Normalerweise kann der scheiß T-Rex einfach hier durchlaufen. Ich hab den Stein weggemacht. Ja. Oh, und dafür scheißt er mich erstmal an. Vielen Dank. Alter Schwede. So, also wir machen uns jetzt auf den Weg zur Basis. Unser Plan für diese... Vielleicht kriegen wir es doch endlich mal hin. ...Woche waren neue Dinos. Und natürlich der Ring um die Base. Der Verteidigungsring. Der Ring um die Base hat funktioniert. Die neuen Dinos habe ich zwei verkackt. Aber wir haben zumindest... Ah, was ist mit dem anderen Stego? Dings. Dachlbro.
Du hast doch zwei Ligen gehabt. Ja, beide sind ja RIP. Oh, ja gut. Ja, ja, war nicht so schön, ne? Man lernt. Man lernt. Aber aus zwei verschiedenen Gründen. Das ist ja das Schöne. Es gibt ja mehr als einen Grund zu verkacken. Ja. So. Okay, also wir müssen echt mal ein bisschen daran arbeiten, wie die Dinos jetzt hier stehen. Ja. Aber vor allem müssten wir die ja endlich mal reiten können. Also Jutta. Dich packe ich mal hier rückwärts ein. So. Oh geil, Motherfucker, ist ja dunkel, ey. Da haben wir schwarz-weiß. Optimal. So, aber ganz schwarz haben wir leider keinen. Hier gebe ich nochmal ein bisschen Nahkampf-Damage. Alter, der hat 5000 HP. Das ist ja das Ding so. Alle haben gesagt, Bären und die Dings haben dieselben Werte, aber beim Leben her ist es halt not even close. Ja. Also wenn die gegeneinander fighten. Ich leg mal meine ganze Chitin-Rüstung in die Werkbank. Vielleicht kannst du die dann reparieren oder ja, ich kann das vielleicht sogar selber. Kann das sonst auch gleich machen. Alter, bin ich cool. Guck mal her. Toll. Hast du gesehen? Ja, ja, ganz gut. Ja. Guck mal her, zack. Alter. Ich kann es sogar selber reparieren. Okay. Was denn? Hast du dich gesehen? Nee. Achso, du bist da abgestiegen durch die Wand. Ja. Okay. Premium, Alter. Das hast du gut gemacht. Ich bin so stolz auf dich auch. Ja, ich auch, ich auch. Ja, ja. Das ist halt echt, also das ist, glaube ich, das Beste. Können wir nochmal das Chitin reinlagern, dass ich da ein bisschen reparieren kann? Wenn du Barbara mal umparkst. Jetzt warte mal. Meine Mutter lasse ich stehen, wo ich will, ne? Da will ich mich jetzt nicht zu äußern. So, Kreatin, Leder, Chitin. Die ganzen Rezepte. Organisches Polymer. Ja. Mal Leder. Hast du auch noch Chitin? Ja, haben wir nur 12. Ah, nicht so viel. Aber hier in der Werkbank sind, in dem Vorratsschrank sind halt noch 100, ne? Oh, das ist gut. So, Nagetöpfchen habe ich nochmal 20 nachgemacht. Da ist noch ein Kevin drin. So, wir müssen gleich wieder zur Kotzerei gehen, ne? Hast du mir noch Handschuhe? Kannst du mir Handschuhe machen? Mhm, kann ich, ja. Ist das Chitin in der Werkbank? Ja. Ist ja da doch wieder Rüstung drin, Alter. Persönliche Ausrüstung, Johnny, bitte in den linken Schrank. Oh, tut mir leid. In der Werkbank ist jetzt dein Ding drin. Ja. So, dann mal die Metallbahn. Okay, die Metallbahn wiegen halt immer noch ein bisschen was, ne? Ich glaube, du musst mir mal meine beiden Eier abnehmen. Da kommt kein Lacher von dir? Nee, was soll ich da tragen? Die Riesendinger hier. Das hättest du dir gewünscht. So. Ja, das ist natürlich Gustav. Der ist natürlich wieder voll mit Scheiße bis oben hin. Ja, kannst du auch gerne mal fixen. So, ich mache jetzt hier aus dem Ding ein paar Fasern raus. So viele Fasern brauchen wir halt wirklich. Ich würde halt echt mal mit allen Agro-Dinos gerne losziehen und einfach fighten gehen. Du kannst auch von mir aus machen. Ich habe da kein großes Problem mit. Ist halt nur nicht so sinnig. Ja, true. Ich habe das Gefühl, wir verschwenden einfach nur ein bisschen Zeit. Ja. Also ja, wobei Leveln ist halt, weißt du, Leveln ist halt schon echt wichtig auch. Ja, das kann natürlich gut sein, ja. So, jetzt kann ich das ja... Da ist das zwei Stego-Eier, die ich hier hab. Was macht man denn mit den Eiern? Was macht man denn mit den Eiern? Weiß ich nicht. Was macht man denn mit den Eiern? Ja, Kibbel bauen. Hab ich doch schon mal gesagt. Ja. So, Betäubungspfeile. Mach ich nochmal ein paar, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, also Darts. Ja, ja, meine ich auch. Ja, 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 ja. Aber wir machen ja nicht so ultra viele. Okay. Aber wir einfach nicht so viele ultra viele machen können.
Aber ich hab dir jetzt mal hat's 7. Hat's jetzt da eigentlich alles durchgenudelt oder ist das noch nicht? Nee. 7 sind in der Werkbank für dich. Nee, ich dachte hier an Holz und Eisen. Nee, das nicht. Aber Barbara ist aber auch gut voll. Jetzt warte mal. Aber da ist ja nicht nur Schrott drin. Ach so, Gustav findet es, also ist nur Schrott drin. Ja, nee, da ist schon wirklich viel Schrott, Schrott drin. Ja, das stimmt. Okay, dann lass doch mal losziehen. Wohin? Was tun? Einmal runter, gucken, ob wir noch fix was sehen. Okay. Dann lass ich mal. Warte, die Tür ist nicht zu. Na gut, dass du drauf geachtet hast. Kannst du unterwegs gerne ein paar Büsche mitnehmen, ne? Weil Narkobären. Aus der Basis rauszukommen. Boah, ich hab grad einen Herzinfarkt bekommen, Alter. Ich war so kurz davor runterzufallen. Boah! Okay, wo bist du? Ach, am Kotzen. Ja. I see. So. Das lief ja recht souverän. Alter, da unten. Stell dir vor, Max oder so gehen da vorbei. Und dann regnet so Pakete runter. Und dann kriegen die halt einfach nur unsere ganze Scheiße in die Fresse. Ich überlege halt immer noch, ob wir irgendwas mit Lustiges mit der ganzen Scheiße machen können, die wir haben. Also wir haben ja wirklich Scheiße auf dem Sand am Meer. Nee. Was bist du denn? Hier ist so ein richtig krasser Adler, der sieht richtig cool aus, weil der weiß ist. So. Egal, ob cooler Adler oder nicht, ist jetzt ein toter Adler. Oh, hier vorne ist noch so ein Stachelfuhl. Ja, Mörder. Oh, was? So ein Kento? Ah, nee, ich glaube, das ist doch ein Stege, oder? Ah. Nee, ist ein Kento. Wo bist du? Hinterm See. Hinterm See. Weiter südlich, oder was? Ja, nee, bei unserer ersten, bei der ZEM-Station der See. Ja. Und da quasi gegenüber der ZEM-Station. Ich hab keine Ahnung, wo du bist. Warte, bleib einfach bei der ZEM-Station am See. Ich seh dich. Komm quasi sofort mit dem. Hab, 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 hab. Ja. Willst du mal hitten? Ich wechsle jetzt auf die normalen Pfeile, weil der wird nicht mehr sterben. Aber die Darts machen halt weniger Damage, das ist halt echt ganz cool, damit die nicht sterben. Ja, er läuft weg. Oh oh. Nee, Alter, die Steuerung! Geh mal bitte weiter weg, damit der keine Angst vor dir hat. Versuch ihn hier. Nein! Geh an Land! Mann. Geh. Also manchmal sind sie echt anstrengend, ne? Ja. Die fucking Dinos. Ist wie mit schlechter Zone mit Kindern. Na, also bitte. Okay, keiner von uns beiden hat wahrscheinlich Narkotöpfchen. Nope. Aber braucht der die überhaupt? Ja, der hat echt ein bisschen... Hat der ein Suchtmittelproblem? Ja, auf jeden Fall. So kam es mir zumindest vor. Hast du Bären? Ja, da sind Metro-Bären sind drin. Ja, mal gucken, wie schnell das geht. Ziemlich langsam, ne? Das hat eben zwei Folgen lang gedauert. Aber ich meine, wenn wir den jetzt verlieren, weil, ne, jetzt ist halt die Woche da, haben wir ja den Biber verloren. Aber ich hätte das mittlerweile eigentlich eher für unwahrscheinlich, dass das nochmal passiert. Ich würde halt nur gerne noch Narkotöpfchen reinmachen, aber das schaffen wir nicht, weil die Folge geht nur noch ein paar Sekunden. Yo. So, komm, iss wenigstens eins, damit ich weiß, wie viel es gibt. Und ob du die Töpfchen brauchst. Eins hat er gegessen. Oh, ja. Das geht ungefähr genauso schnell, aber das könnten wir eigentlich fast mit
einfach nur Narko-Bären quasi machen. Okay, ich habe ein paar Narko. Lass sie zumindest mal reinmachen, damit er, falls irgendwas, nächste Folge... Ja, ich habe ihn jetzt betäubt gerade wieder. Hast du noch Narko-Bären? Ja, ich habe 4 Stück reingesteckt. Geht's langsam hoch. Ich habe jetzt mal 82 da noch reingeschmissen. Ja, gut. Machst du das da gerade? Da kriegen wir locker durch. Okay. So, perfektes Timing. Yeah. Ah, ein Träumchen. Ja, Leute, ne? Ich würde sagen, die Woche war sehr erfolgreich. Wenn ich die 2 Tame-Dinger beim Dino nicht verkackt hätte, wäre sie sehr, sehr, sehr erfolgreich. Aber auch so, ich habe das Gefühl, wir haben fucking T-Rex dazugekommen und 2 High-Level-Bären. Haben wir 2 High-Level-Bären? Wir haben Kevin. Ich glaube, ja. Nee, ja. Wir haben nur Kevin. Wir haben Kevin und den anderen, den wir gezähmt haben. Oder? Nee. Naja, egal. Oder? Also wir haben doch nicht den 2. Bären. Haben wir nicht? Ich glaube, wir haben nur Kevin. Okay. Kevin, ja. Kevin, Gustav, Barbara... Und wir haben noch einen kleinen in der Base. Ja. Der hat aber jetzt auch einen Sattel wenigstens. Also das hilft. Wir werden das Ding jetzt noch zählen. Wir haben jetzt einen Level 60er T-Rex. Ich denke, das ist sehr in Ordnung. Hier und da wäre noch mehr drin gewesen. Auch diese Kanus, die ich da... Der eine, der gestorben ist, das wäre sehr, sehr bitter. Der wäre sehr High-Level gewesen. Mhm. Aber wir haben auf jeden Fall da gut Stress, die beiden anderen Teams. Und ich habe das Gefühl, wir haben die Zeit gut genutzt. Diesen einen Verteidigungsring zu machen, gibt uns Sicherheit, unseren Luzinus da zu lassen. Deswegen können wir wieder zu zweit unterwegs sein. Ich denke mal, nächste Woche werden wir dann so in der Richtung weiterspielen. Vielleicht allerdings auch nochmal einen zweiten Verteidigungsring bauen. Ja. Je nachdem, wie es halt eben passt. Und ja, das war's. Schön, dass ihr weiter dran bleibt und danke für das sehr, sehr gute, positive Feedback. Bis dahin. Tschüss und bis bald.